Einen wunderschönen guten Tag hier heute aus Breslau. Ich bin hier zusammen mit Andreas Galau und Andreas Kalbitz in Breslau. Wir haben gute Kontakte hier. Wir wollen uns zusammenfinden auf europäischer Ebene. Das hier heute ist ein schöner Ansatz, um zusammenzukommen. Und wir haben das eine oder andere besprochen. Wichtig, wir arbeiten in Europa nicht gegeneinander, sondern füreinander. Und das Merkel-Europa ist nicht das Europa, was wir hier wollen. Wir wollen zusammenarbeiten auf der Ebene der Vaterländer und nicht in einem Einheitsbrei. Das und vieles mehr haben wir heute und gestern auch besprochen. Und ja, wir sind froh, hier gewesen zu sein. Wir werden diese Kontakte weiter pflegen und auch noch mal weiter in Europa uns bekannt machen. Die AfD steht eben dafür, dass sie in Europa angekommen ist. Die AfD steht dafür, dass sie ein Europa der Vaterländer will. Und genau das trifft hier auch auf offene Ohren und wir werden das weiter verfolgen. Vielleicht noch ein Wort zum Verhältnis Deutsche-Polen. Es ist nicht so, dass die Polen auf uns herabschauen. Nein, wir als Deutsche waren immer gut angesehen, weil wir Stabilität in Europa verkörpert haben. Doch mittlerweile bröckelt dieses Bild. Und wenn einige Polen auf uns herabschauen, dann nur, weil wir unser eigenes Land destabilisieren. Das ist der Knackpunkt. Nicht andere Aussagen und auch nicht die Geschichte, sondern dass Merkel die Grenzen öffnet und Schulz auch gesagt hat, ihr Polen, ihr müsst Migranten aufnehmen. Nein, genau das ist es, was die deutsch-polnische Beziehungen belastet. Nichts anderes. Und wir als AfD sagen natürlich, das ist eine Sache der Souveränität eines jeden einzelnen Landes. Wir mischen uns nie in die Angelegenheit anderer Länder ein. Und diese Politik werden wir weiter fahren. Und deswegen sind wir hier in Polen auch gut angesehen.